Die Melisse oder warum das Schneewittchen in Wahrheit gleich dreimal hintereinander umgefallen ist. Schneewittchen war ein sehr hübsches Ding. Wir erinnern uns an Grimms sehr anschauliche Personenbeschreibung. Haar ebenholzschwarz und dicht, Haut super rein und schneeweiß, Lippen bestens durchblutet, da eben solche Farbe. Aber halt, auch furchtbar nervös, kein Wunder, bedenkt man doch seinen Lebenslauf. Zunächst war einmal das äußerst schwierige Verhältnis zur Stiefmutter. Die war nämlich total eifersüchtig, weil das Schneewittchen nach Meinung ihres Zauberspiegels so fabelhaft aussah. Und deshalb war sie daheim im Schloss den lieben langen Tag auch ziemlich fies zu dem Mädchen. Also Stress. Dann war da noch der Jäger, der Schneewittchen in den Wald entführte und zunächst im Auftrag der bösen Königin krass unfreundliche Dinge mit dem Mädel vorhatte. Nur durch Einsatz ihres weiblichen Schaums konnte die Prinzessin damals unbehelligt weiterziehen. Also Doppelstress. Und dann der Gipfel eines schweren Prinzessinnenerlebnis. Die WG mit 7 Typen. Man stellt sich das einmal vor. 7 Männer. Das ist fast so wie eine 24/7 Kindergartengruppe. Walt Disney hat da in seinem berühmten Zeichentrickfilm nur die schönen Seiten gezeigt. Schmutzen, Streiten, Schnarchen sind nur 3 Dinge, die das arme Mädchen neben Dauergeguckel ertragen musste. Also 3- bis 7-fach Stress. Da kann man schon mal fast verzweifeln. Aber das Schneewittchen wusste sich zu helfen. Mit Melissentee. Das beruhigte nämlich die Nerven und steigert das Konzentrationsvermögen. Also genau das, was man in so einer Situation brauchte. Blöd nur, dass die Prinzessin keine Ahnung von der richtigen Menge hatte. Gleich 3-mal verpasste sie sich eine Überdosis. Und was kam dabei heraus? Unmacht. Das erste Mal hatten die Zwerge eine ausgiebige Schlammschlacht veranstaltet. Man kann sich nur vorstellen, wie das Haus aussah. Und dann kommt da mitten unter der Putzarbeit auch noch eine Vertreterin für Gürtel. Also kam der Melissentee her und Wumms. Das zweite Mal hatten die Zwerge am Vorabend ein wenig zu viel gefeiert. Die Nacht war hart, Schneewittchens Nervenkostüm äußerst strapaziert. Und dann war da noch die lästige Frau mit den Kämmen. Wieder keine Zeit zum Rasten. Also Kanne Melissentee her und Wumms. Am dritten Mal schmeckte den Zwergen der Apfelkuchen nicht. Zu sauer, angeblich. Die Jungs waren total beleidigt, Schneewittchen traurig bis total entnervt. Wieder mal dicke Luft im Zwergenhaus. Also Kanne Melissentee her und... Zufällig kam eine Apfelverkäuferin mit wunderbar roten Früchten an die Tür. Da wird bestimmt ein super Kuchen raus, dachte Schneewittchen. Sie kostete einen schönen Apfel und... Wumms, den Rest kennt man ja. Große Reue und Wehklagen bei den 7 Buben, Trauermarsch, ein Prinz aus dem Nichts und ein Ruck. Ein Glück, dass Melisse, deren schlaffördernde Wirkung nach dieser Geschichte hinlänglich bekannt sein dürfte, kein Gift ist, so wie im Märchen behauptet. Und das mit Gürtel, Kamm und Apfel ist Quatsch, das sah nur so aus. Heute besitzt Schneewittchen eine Waage und eine Apotheke, in der sie und die Zwerge für alle Problemchen der Märchenfiguren das richtige Kräutlein in der richtigen Menge abwiegen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wiegen sie noch heute.